Es funktioniert. Warte, okay, da muss ich die Musik laut machen. Es kommt jetzt scheinbar so ein kleiner Trailer. Dafür mache ich die Cam einmal kurz weg, damit man das alles so ein bisschen auf sich wirken lassen kann, okay? Okay. Viel Spaß. Sein Name war Geralt von Riva. Er war ein Hexer, ein professioneller Ungeheuertöter. Er bekam einen ungewöhnlichen Auftrag, einen Fluch zu brechen, der auf einer Königstochter lag. Dazu musste er nur die Nacht mit ihr verbringen, von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen. Wäre sie nur keine tödliche Bestie gewesen, keine Striege. Der für den Fluch verantwortliche Verräter diente als Köder.
Obwohl er schwer verwundet war, brach der Hexer den Fluch und wurde berühmt. Die Welt veränderte sich, als der große Krieg kam. Das Zeitalter von Schwert und Axt, das Zeitalter der Verachtung. Geralt von Riva verschwand und geriet fast in Vergessenheit. Doch das ist eine andere Geschichte. Crazy, 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 crazy. Ey, mein erster Gedanke war, hey, wenn Geralt im Spiel genauso gelenkig ist, der sieht ja fast aus wie Spider-Man, wie er da irgendwie über die Dächer tanzt und so weiter. Wenn er so gelenkig auch im Spiel wäre, dann wäre das auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung. Sehr cool. Genau, wir spielen auf PC. Ist ein bisschen gemoddet. Da sieht man, wie gut die Serie eigentlich umgesetzt ist. True, definitiv, definitiv. Ist mir jetzt gerade auch aufgefallen, die Story mit der Striege und dass er sich in dem Schlaf, in dieser Schlaf, ja, wie nennt man das? Sarg, ja, es war halt so ein Sarkophag. Es war ein Sarkophag, war das, so ein Steinsarg, war das. Das kenne ich aus der Serie, ja, hat mich auch gerade sehr gewundert. So, dann gehen wir da mal rein. So, hier haben wir auch die absolut geniale Musik. Ha, großartig, großartig. Also das Menü sieht auch ganz anders aus. Wie gesagt, wir spielen Rise of the White Wolf. Das ist nochmal eine große Mod für The Witcher, den ersten Teil. Also normalerweise sieht das Menü ganz anders aus. Ich würde mal sagen, dann fackeln wir nicht lang rum und gehen da rein. Also, Nummer 1. Spielen Sie The Witcher, streifen Sie durch eine finstere Welt, in der es weder Gut noch Böse gibt, nur Entscheidungen und deren Konsequenzen. So wie man es kennt, würde ich sagen. Oder spielen Sie eines der neuen Abenteuer, die jeweils seine eigenständige Geschichte auf der Grundlage der Welt und der Charaktere aus The Witcher erzählt. Okay, da hat man dann so noch ein bisschen Zusatzinhalt. Also ja, wir fangen natürlich von vorne an. Und können hier auch gleich auswählen, welche Schwierigkeitsstufe. Wo Todesmarsch? Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man innerhalb des Spiels die Stufe wechseln kann. Also gut, ihr Lieben. Mittel klingt solide, wir machen die solide Mitte. Und natürlich mit Tastatur und Maus. Fünf Jahre lang leckten die nördlichen Königreiche nach dem Krieg ihre Wunden. Seuchen und Hungersnöte wüteten und unzählige fielen ihnen zum Opfer. Einige wenige überlebende Elfen- und Zwergeneinheiten suchten Zuflucht in den Wäldern, wo sie sich zum letzten verzweifelten Kampf rüsteten. Abscheuliche Bestien beherrschten die Wälder, Straßen und einstigen Schlachtfelder. In Dörfern und Ortschaften fragten sich die Menschen, was mit den Hexern geschehen war. Die blauen Berge im Norden von Kettwin. Das Jahr 1270.
5 Jahre nach dem großen Krieg. Ein bisschen Englisch. Geralt. Schaut mal! Da war Eskil, oder? Habe ich es richtig gesehen? Alles in Ordnung. Ich weiß nicht, wo ihr gewesen seid, aber entscheidend ist, dass ihr lebt und unter Freunden seid. Ihr seht allerdings seht ihr das aus, Gesicht? Ihr gerade das ist die Grab Mod. Entstehen. Müsste. Angelehnt an den dritten Teil. Auch die Klamotten. Die Rüstungen von denen. Ich erinnere mich an nichts. Wir können uns später darüber unterhalten. Wir nähern uns Kaer Morhen. Also Leute, was will man mehr, oder? Was will man mehr? So geil. Halleluja! Lambert! Wir sind da. Leo, hol Triss. Eure Tage sind gezählt, Hexer. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Was ist für einer? Nein, ihr habt die Parade vergessen. Ich sage es nochmal, auf eine Drehung folgt immer eine Kreuzparade. Immer! Kaum 2 Tage ist es her, seit sie euch gefunden haben. Ich verdanke euch meine Genesung. Danke, Triss. Erinnert ihr euch an was? An kaum etwas. Da unten. Ich kenne die Bewegung. Drehung, Parade, Schlag. Ich fühle eine Art Verbundenheit, wenn wir uns unterhalten. Ich weiß, ihr wart wichtig für mich. Geralt, wir... Ich muss nachdenken. Die Zeit vergeht langsam in Kaer Morhen. Ich mag aber Triss' Stimme, muss ich ehrlich sagen. Geschafft. Nicht schlecht. Ruht euch aus. Was denkt ihr, Geralt? Ist er bereit für den Pfad? Der hat einen guten Riecher, der gute Geralt. Wartet auf die anderen. Er ist allein. Der Professor gibt uns 50 Orens für jede getötete Missgeburt. Er gehört mir. Oh oh. Geht schon los hier. Wesemir, wir haben Gesellschaft.
Geht schon los hier, ey. Keine Gnade für Spielanfänger. Direkt ins Gemetzel hier rein. Ich schließe das Tor. Geralt, nehmt euch ein Schwert von den Trainingspuppen. Oha. Okay. Also, liebe Leute, jetzt geht's aber erstmal ins Eingemachte. Bewegt den Cursor über das Schwert und links klickt, um es zu verwenden. Okay, Deutsch ist es auf jeden Fall schon mal schwierig. Neue Quest, Verteidigung von Kaer Morhen. Also, hier war erstmal Geralt. Ja, wunderbar. Im Über-die-Schulter-Modus bewegt ihr euch mittels der Tasten WASD. Bewegt die Maus, um die Kamera zu rotieren. Macht Sinn. Drückt und haltet die Umschalttaste, um den Cursor zu entsperren und frei zu bewegen. Das ist ja wild. Okay, wir probieren es. Die Umschalttaste, um ihn frei zu bewegen. Okay. Ah ja, okay, macht Sinn. Okay, er will wieder umdrehen, weil wir zum Schwert müssen. Okay, wir probieren es aus. Linksklick auf einen Feind, um ihn anzugreifen. Feindliche Charaktere haben rote Vitalitätsanzeigen. Freundliche Charaktere haben grüne Vitalitätsanzeigen. Immer diese Aufteilung zwischen Rot und Grün, voll krass, gell? Okay. Rostiges Schwert. Freund, Feind? Ah ja, hier. Zu schnell? Okay, zu schnell. Krass. Stirb. Habt ihr gerade meinen Move gesehen? Legt euch mit mir an, ihr Scherz. Hä? Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr gewohnt habt. Hey, das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Gut. Weiß jemand, wer die Eindringlinge sind? Gewöhnliche Banditen würden Kaer Morhen niemals angreifen. Das wissen wir, Merigold. Vielleicht könntet ihr eure berühmte Magie zu Hilfe nehmen. Zu gegebener Zeit, Lambert. Genug. Wir müssen die anderen möglichen Durchgänge überprüfen. In den oberen Innenhof. In den Innenhof. Mir gefällt die Stimme von Triss wirklich gut, muss ich sagen. Leute, wie findet ihr die Grafik? Also man kann doch nicht meckern, oder? Man kann doch echt nicht meckern. Also ich fühle mich sehr, als wäre ich hier in Kaer Morhen. Ich erinnere mich sehr, sehr an den Kampf aus Witcher 3. Das sieht schon sehr ähnlich aus. Finde ich geil. So, alle Mann hoch da. Leo, steh mir nicht im Weg rum. Spiel unterbrochen. Okay, kann ich nicht springen? Neue Region wird betreten. Bastion. Liegt daran, dass Kaer Morhen schon immer gleich aussah. Nein, die haben bestimmt renoviert. Ich bevorzuge Witcher 1, Geralt. Die bleiche Haut und das sehr weiße Haar machen es offensichtlicher, dass Witcher Mutanten sind. Ja, er sieht definitiv grimmiger aus. So, Jungs. Wo brennt's denn? Was geht hier vor? Sie versuchen, durch das Tor zu brechen. Ohne Rambok werden sie das nicht schaffen. Oh, shit. Ja, sag das nochmal. Was ist das? Ein Furchtbringer. Eine grauenhafte Bestie. Zavala, ich kenne ihn. Ein Magier, ebenso ehrgeizig wie wahnsinnig. Oh, shit. Sie kommen hier rauf. Macht euch bereit. Da sind noch mehr. Sie dringen in den oberen Innenhof ein. Der mit der Brille ist der Professor. Ein Auftragsmörder. Ich spüre Magie. Sie haben einen Zauberer bei sich. Das ist ja wild. Professor, ihr kennt den Weg. Beeilung.
Der Professor wird in Redanien, Temerien und Kaedwen gesucht. Er ist ein echtes Schwein. Den Zauberer kenne ich nicht. Merigold, ich interessiere mich mehr dafür, ob ihr Savola unschädlich machen könnt. Der Rest ist Hexerarbeit. Ich versuch's. Sie kommen. Der Furchtbringer ist sehr gefährlich, aber empfindlich für laute Geräusche. Die Glocken im oberen Innenhof! Genau. Eskel, Lambert, ihr helft mir, den Furchtbringer und die Banditen aufzuhalten. Leo, ihr bleibt hinter uns. Geralt, ihr öffnet das Tor zum oberen Innenhof. Wenn wir da sind, kann Triss Savola und sein Schoßtierchen aufhalten, während wir uns um den Professor und den unbekannten Magier kümmern. Ich lass mir was einfallen. Los, wir versuchen es. Lasst sie hier ein wenig bluten, ehe wir uns zurückziehen. Geralt, folgt der Mauer und weise mir einfach bester Mann. Da gibt es einen Durchgang zum oberen Innenhof. Allein? Es sind nur Banditen, auch wenn einer möglicherweise berüchtigt ist. Ihr müsst das Tor öffnen. Wir warten. Viel Glück, Wolf. Alles klar. So, verfolge die Minikartenmarkierung, um ein Questziel zu finden. Tipp: Linksklick auf das Kartensymbol oder drückt die Taste M, um eine Karte eures gegenwärtigen Aufenthaltsortes zu sehen. Okay, macht Sinn. Minimarkierung. Ah ja, okay. Got it. Ach so, du hier. Ah ja, wo ist mein Schwert? Oha. Verkettet eure Angriffe, um Feinde effektiver zu töten. Linksklick nur dann, wenn der Cursor sich in ein flammendes Schwert verwandelt. Tipp: Das Verketten von Angriffen erfordert eine präzise zeitliche Abstimmung. Ein zu frühes Klicken wird zum Abbruch des Angriffs führen, während ein verspätetes Klicken die Sequenz neu startet. Okay, Leute, Timing ist gefragt. Obacht! Okay, wait. Einmal klicken. Und jetzt... Oh, shit, das war zu spät. War ich wieder zu spät, oder? Oha! Aber man kann nicht looten, das ist ja traurig. Ich bin begeistert. Was hat er jetzt gemacht? Hehe. Kommt nur ran. Autsch. Yes. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Linksklick auf ihn, um ihn zu erledigen. Angriffe können kritische Effekte wie Lähmen, Bluten oder Schmerz verursachen. Man kennt's. Krasser Scheiß. Hä, wie episch. Ich bin begeistert. Ich weiß alle gar nicht, was sie gegen die Kampfsysteme hier haben. Ist doch geil. Mal alle kalt hier. Ja, ich mach dich fertig. Schaut euch das mal an, was für Moves ich hier drauf hab. Bitch. Einmal voll in die Kniekehlen rein. Ist doch geil. Na gut, Geralt fühlt es ein bisschen zu sehr für meinen Geschmack, aber ich find's cool. So, jetzt habe ich aber gar keinen Questmarker mehr hier oben. Ihr werdet den Tag verfluchen, an dem ihr geboren wurde. Oh, Fletch, er ist betäubt und jetzt rein da. Autsch! Legt euch mit mir an und ihr sterbt! Nee. Jetzt. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den Move gerade gesehen? Alter, wie Spider-Man! Okay. Also, wir müssen irgendwie in den Innenhof. Ich muss gucken. Aha! Was ist hier? Torwinde. Hier hinrennen. Ach, guck mal. Die sind ja ganz schön, anfängerfreundlich. Hier hinrennen steht da. Aber finde ich gut. Torwinde. Hier hinrennen. Ach so, ich kann das markieren. Ha, aber jetzt ist auf der Minimap da oben. So, benutzt den schnellen Kampfstil, um agile Gegner zu bekämpfen. Wechselt in diesen Stil durch Linksklick auf das Katzensymbol oder indem ihr X drückt. Oh Gott, das geht schon los hier.
Katzensymbol. Autsch. Ich drück doch X. Ja, auf die Katze kann ich gar nicht drücken, weil mein, ich spiele ja mit Tastatur und Maus. Wenn ich jetzt nur mit Maus spielen würde, hätte ich quasi, ich glaube, so eine Frontansicht. Dann hätte ich gar keine Kamera groß. Jetzt führe ich mit der Maus meine Kamera. Wenn ich nur mit Maus gespielt hätte, dann hätte ich überall auf dem Bildschirm hinklicken können, fällt mir gerade ein. Und jetzt in dem Fall muss ich quasi die... Das macht alles einfach so viel Sinn. Es hätte noch eine Mod gegeben, wie man zum Schwertscheiden einfügen. Weil die haben jetzt hier alle nur die Schwerter in, so wie sie halt sind. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Eventuell mache ich die Schwertscheiden noch rein. Das sieht sonst ein bisschen seltsam aus, vielleicht, wenn sie die ganze Zeit mit so einem nackten Schwert da rumrennen. So, was müssen wir hier eigentlich machen? Ich bin jetzt bei dem Ausrufezeichen, I guess. Oder doch noch nicht? Doch. Nee, wo ist jetzt? Starker Kampfstil. Benutzt den starken Kampfstil, um größere, gepanzerte Gegner zu bezwingen. Wechseln in diesen Stil durch Linksklick auf das Wolfsymbol oder indem ihr Y drückt. Also X für schnell, Y für langsam. Wie im echten Leben. Ich lass euch quieken. Tipp, denkt daran, immer den starken Kampfstil zu benutzen, wenn ihr gegen größere, gepanzerte Gegner kämpft. Hä, ich hab doch Y gedrückt. Aber der ist ja gar nicht gepanzert. Nicht schlecht, nicht schlecht, liebe Leute. Guck mal die Tauben an hier. Krasse Details zur damaligen Zeit. Drückt die Leertaste, um den Pausenmodus zu aktivieren. Verwendet die aktive Pause, um zwischen Kampfstilen zu wechseln. Ah! Ah, das kann ich vermutlich aber nur, wenn ich im Kampf bin. So, wait. Aber jetzt kann ich den Kampfstil ja gar nicht wechseln. Das ist ja wild. Jetzt. Ah, jetzt. Also, Katze für schnell. Wolf für stark. Für schwer gepanzerte. Ich weiß nicht, bei zwei Leuten wäre ich eher schnell, oder? Macht Sinn. Ups. Okay, wenn die halt von beiden Seiten angreifen, ist wack. Was ist das? Ah, nee, der ist groß. Okay, never mind. Der ist jetzt groß. Der ist zwar nicht stark gepanzert, aber einer ist größer als ich. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. So, das Struggle ist, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ah, das da oben ist Questmarker auf jeden Fall. Okay. Kameraführung. Okay, ich bin da. Danke für den Lurk, Benny. Krasser Scheiß. Hier geht's nicht weiter. Mir nach. Zurück zu Savola. Das war ja wild. Wobei ich glaube, ich fände es ein bisschen entspannter. Oh, guck mal. Hat das jetzt was gebracht? Weiß ich nicht. Ich fände es ein bisschen entspannter, wenn man, dieses, ob man jetzt gegen starke Gegner oder gegen schnelle Gegner kämpft, ein bisschen, also halt, dass es automatisch umspringen würde.
Weil mir erschließt sich das jetzt noch nicht so genau, wann es ein starker oder ein großer gepanzerter Gegner ist und wann... Hä, sag mal, wo zur Hölle ist eigentlich der Questmarker hier? Okay. Und wann es ein schneller Gegner ist. Shit, da kommt schon einer angerannt. So. Nice. Okay, das merkt man spätestens, wenn der Schlag nicht trifft. Nice. Oha. So. Ich muss mich jetzt gleich ein bisschen auf das Spiel konzentrieren, sonst verliere ich da den Anschluss. Und wenn ich dann alle 15 Minuten inhaltlich rausgerissen werde, das wäre mir dann ein bisschen zu anstrengend. Deswegen, irgendwie hatte ich schon in die Richtung gemusst, aber... Beeilt euch, Geralt, wir können sie nicht mehr lange aufhalten. Ja, aber mit was denn? Wird dir gar nicht angezeigt, was ich für eine Quest machen muss. Heide Fitzgadu! Oh shit, jetzt bin ich stuck. Jetzt. Ja, was ist denn jetzt los hier? Ich kann hier gar nichts machen. Ja, sag mal. Ihr wagt es, die Salamander herumzufordern? Ja, also. Oh, da geht's gar nicht hoch. Null. Das werdet ihr bereuen. Warum sind denn eigentlich so viele da, ey? Was habt ihr gegen uns? Lasst uns doch einfach in Ruhe. Wir leben hier doch ganz friedlich und eigenbrötlerisch. Ach, hier, schau mal. Linksklick auf die Winde, um das Tor zu öffnen. Drückt Alt, um alle benutzbaren Gegenstände in eurer Nähe zu markieren. Ihr könnt Objekte und Türen nicht während eines Kampfes benutzen. Ah, okay, ich glaube, da war so der Fehler. Öffne das Tor, okay. Ah, okay, wenn ich Alt gedrückt halte, Überreste. Beute. Rivianischer Krieg. Wenig Alkohol. In Rivien gebrautes Kirschbier. Doppelklicken oder ziehen, um den Gegenstand zu nehmen oder zu verwenden. Rucksack. Na, sieh mal einer an. Und was... Da steht tatsächlich nicht dabei, was... Was das macht. Tagebuch. Aha! Okay, hier sind Tutorials. Alles klar. Quests. Verteidigung von Kaer Morhen. Okay. Hier seht das, hier seht ihr das Quest-Log. Eine Quest einmal aktiv. Verteidigung von Kaer Morhen. Ich habe die Banditen beseitigt, die das Tor bewachten. Jetzt muss ich es noch öffnen. Ich muss das Tor öffnen. Okay, also immerhin weiß Geralt, was er zu tun hat. Und weiß er, was er zu tun hat. Und sagt es uns also ungefähr dreimal. So, Charaktere. Der Professor. Wesemir. Wesemir ist der älteste und erfahrenste Hexer. Wahrscheinlich älter als Kaer Morhen selbst.
Er verbringt jeden Winter in der Festung und bricht im Frühling wie alle anderen auf, um durch die Welt zu ziehen. Wesemir ist trotz seines hohen Alters rüstig und voller Leben. Viele Jüngere könnten ihn um seine Gesundheit beneiden. Er ist ein ausgezeichneter Fechter und hat mich im Schwertkampf ausgebildet. Und der Professor, jetzt können wir mal gucken, was dieser verrückte Professor eigentlich für einer ist. Einer der Anführer des Angriffs der Salamandra auf Kaer Morhen war ein Mann, der Professor genannt wird. Offenbar ein listenreicher Meuchler. Der andere Anführer war ein Magier. Orte: Kaer Morhen. Kaer Morhen ist eine unzugängliche Bergfeste, in der seit Jahrhunderten die Hexerzunft ihr Hauptquartier hat. Der Name leitet sich aus der Elfensprache ab, in der Kaer Amuhiren so viel wie Festung vom alten Meer heißt. Die Burg hat ihre besten Zeiten längst hinter sich. Zinnen und Burggraben sind verfallen, ein kalter Wind weht durch die geräumigen Hallen. Momentan lebt nur eine Handvoll Hexer hier, aber einst absolvierten viele Knaben die grausame Ausbildung im berüchtigten Höllenloch von Kaer Morhen. Oha. Ungeheuer haben wir noch keine getroffen. Formeln kennen wir noch keine. Zutaten. Ach, guck mal. Hydragenum, Karmin, Quebrit, Rebis, Spezialzutat, Vitriol und Äther haben wir schon. Glossar Hexenmeister. Und die Tutorials wieder. Okay, nice. So viel zum Tagebuch. Hier haben wir die Karte. Oh. Und hier mal Einstellungen. Cool, okay, mit Alt kann ich mich immer umgucken. Alt ist dann quasi sowas wie mein, meine Hexersinne, wenn ich das richtig sehe. Überreste. Nice, erstmal einen Haufen Bier einsacken hier. Also Alt ist dann scheinbar sowas wie Hexersinne. Nice. Ja, da gewöhnt man sich schon dran. Da kann man sich durchaus dran gewöhnen. Zitadelleneingang. Steht ja alles mit dabei. Guck mal, was ist das hier? Das kann ich nicht aufnehmen. Das ist aber schade. Das sieht so aus, als hätte man es aufnehmen können. Also wirklich viel Loot scheint es hier nicht zu geben. Aber die Leichen kann man looten, immerhin. Da ist ein Fass. Nee, das Fass kann ich auch nicht looten. Jedenfalls jetzt im Moment nicht. Bier nehme ich auch. Aber wir hatten doch eigentlich mehr Leichen. Ah, schau mal. Triss und Wesemir. Ah, da sind die Namen. Das ist ja geil. Zeig jetzt mal an, wo meine Freunde sind.